Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warcraft, und zwar das Gnomen-Startgebiet. Ja, in der letzten Folge sind wir hier im Steinbruch Golbolar angekommen und haben auch schon einige Quests von den netten Zwergen hier erhalten. Die Trucks sind nämlich in die Mine eingefallen und haben dort einige Zwerge schon getötet. Ein paar Überlebende sollen noch da unten verschüttet worden sein, die sollen wir befreien. Dann sollen wir so Artefakte dort sammeln. Und was sollen wir noch machen? Ja, die Trucks natürlich auch töten, die uns da unten über den Weg laufen. Ich möchte gerade mal schauen. Ihr wisst ja, ohne Haustier ist es bei mir immer ein wenig blöd. Wen nehmen wir denn heute mit? Ich weiß gar nicht, ob wir Flint schon hatten. Ein Dschungelschnabel ist das. Ja, nehmen wir mal Flint. Den gab es, glaube ich, in Gorgrond zu zähmen, ganz normal. Also in Draenor. So, dann schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Oh, da liegen schon einige tote Trucks. Da war wohl gerade ein anderer Spieler. Ah, ich sehe ihn auch noch da hinten. Eine Zwergschamanin von Ewige Wacht. Ja, ich bin ja seit letzter Folge, glaube ich, Stufe 10. Hab mein Wasserelementar, mein Blue, wie ich ihn liebevoll nenne, bekommen. Das ist schon mal eine Riesenerleichterung. Einer der Gründe, weswegen ich mich damals für einen Magier entschieden habe, also für meinen Hauptcharakter, war ja, dass der dieses Wasserelementar als Begleiter hat, weil ich ja sehr gerne Klassen spiele, die eben einen Begleiter haben. Ja, und das ist mal was anderes. Komischerweise hat es mir Jäger bisher in World of Warcraft überhaupt noch nicht angetan, obwohl die ja auch einen tierischen Begleiter sogar haben. Ich bin irgendwie bei Hexenmeister und Magier hängen geblieben. Schamane mag ich auch sehr. Die haben ja auch Begleiter, allerdings nicht permanent. Aber die können ja zum Beispiel durch ihre Totems dann auch ein... Ich weiß gar nicht, was das sind. Ich glaube Feuerelementare, Erdelementare und die Weiterentwicklung mit einer höheren Stufe beschwören. Aber Schamane kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Wie jetzt zum Beispiel bei Magier oder Hexenmeister. Ich muss zuerst etwas anvisieren. 5 von 8, wow. Die sind aber ganz schön auf Krawall gebürstet hier. Da muss ich gar nicht nah rangehen, dass die mich angreifen. Oh je, schaut euch mal den armen Zwerg da an. Das war bestimmt kein schöner Tod. Wobei, welcher Tod ist schon schön? Wir müssen da auf jeden Fall in die Höhle rein. Auch wenn wir jetzt schon zumindest mal von den Schädelhauern fast alle haben. Ah, aber ich glaube, die Schädelhauer sind auch hier draußen und die Knochenknacker, die sind drinnen in der Höhle. Weil von den Knochenknackern haben wir bisher nur einen. Und die Schädelhauer haben wir jetzt schon alle. Okay, huch, da ist auch schon der erste. Legt er denn? Ich glaube, der hat tatsächlich ja auch Knochen als Waffen. Gruselig. Da vorne ist auch schon das erste Artefakt. Das leuchtet ja recht auffällig. Huch, den habe ich natürlich nicht gesehen. Jetzt haben wir hier zwei an der Backe. Aber das dürfte auch kein großes Problem sein, ja. Die fallen recht schnell. Stufe 9 sind die. Aua! Hört er wohl nicht gerne, dass sie schnell fallen. Da wird er noch wütend. Die sind Stufe 9 und wir sind Stufe 10. So, da ist noch ein Artefakt. Dann werden wir uns den auf jeden Fall mal schnappen. Boah, ich liebe ja diese unheimliche Musik. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Let's Play gut hören könnt. Ich habe ja den Sound deutlich runtergeschraubt, damit man mich gut verstehen kann. Diese Musik ist unter anderem auch in Dämmerwald. Also ist ja eins meiner absoluten Lieblingsgebiete. Runen der Rückkehr. Gibt einem gefangenen Bergarbeiter in der Golbolar-Mine eine Rune der Rückkehr. Ihr seid das Beste, was ich gesehen habe, seit die Trox hier auftauchten. Ja, gern geschehen. Gute Reise. Haben wir gern gemacht. 2 von 8 Artefakten. Ich will gar nicht so weit in die Höhle rein, wenn es geht. Aber ich glaube, wir müssen. Ich dachte, ich würde hier unten sterben, sagt der Zwerg. Nein, nein. Wir helfen doch, wo wir können. Das
Wach auf. Da vorne ist noch ein Zwerg und noch zwei Artefakte und eine Truhe. Lust auf ein Glas? Sehr schön. Später vielleicht. Der hat ja die Ruhe weg. Okay, schauen wir mal, was in der Kiste ist. Kleiner Krummsäbel. Feiner Krummsäbel. Okay. Und 20 Kupfer. Oh, da kommt die Zwergschamanin. Elementiga. Die Pilgerin. Sehr schöner Name. Gefällt mir gut. Die braucht bestimmt auch die Mobs. Lassen wir ihr mal den Vortritt. Wir haben ja schon einige. Der schläft. Huch, aber da ist noch einer. Hilfe. Kann ich noch nicht wirken? Die Knochenknacker sind auch deutlich größer als diese Schädelhauer draußen, kommt mir zumindest so vor. Wobei, als Gnom ist ja fast alles und jeder größer. Ja, gern geschehen. Aua. Der lässt mich nicht das Artefakt einsammeln. Okay. Jetzt aber. Oh, was hatte der? Ein Tigerauge? Das ist ja ein Edelstein. Könnt ihr unter anderem für Juwelenschleifen verwenden. Ich bin ganz Ohr. Okay, gerne, gerne. Ich glaube, jetzt können wir schon langsam wieder in Richtung Ausgang gehen. Die Artefakte scheinen hier schon wieder da zu sein und auch die Schön, Minenarbeiter. Denn ich bin ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, kein Höhlenfan. Da bin ich froh, wenn ich nicht ganz runter muss. Was geht euch durch den Kopf? Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob man da nicht nochmal runtergeschickt wird, vielleicht für einen Boss oder so. Alles schon zu lange her. Aber werden wir ja dann sehen. Oh, noch zwei Artefakte. Ich glaube, da muss ich doch noch mal in Richtung weiter rein in die Höhle, meine ich. Mist, Mist. Das ist auch noch nicht wieder da. Naja, aber gut, hier liegen welche. Zwei Stück. Haben wir eigentlich... Oh, wir haben auch noch nicht alle Knochenknacker. Noch einer würde fehlen. Da vorne liegt ein Opfer. Ja, der wird nicht mehr lange schlafen, beziehungsweise wird dann in den ewigen Schlaf übergehen. Zwergenmörder hier. Geht gar nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, jetzt haben wir aber alles erledigt, oder? Ach, das war ein Schädelhauer. Okay. Knochenknacker. Da wäre noch ein Knochenknacker. Brauchst du den auch? Elementiger? Ach, da sind noch zwei. Okay, dann werde ich mir mal den ersten schnappen. Bin ich mal so frei? Es scheinen ja noch genug da hinten zu sein. Ja, da ist ja auch schon runtergehupst. Oh, das habt ihr jetzt bestimmt gehört. Das war eins meiner Mädels. Wir haben ja zwei Langhaar-Collies. Annabelle und Marie heißen die. Und wenn ich Aufnahmen mache, werden die immer aus dem Wohnzimmer verbannt. Sind dann meistens im Flur. Manchmal gehen sie auch ein Stockwerk weiter runter in die Küche oder so. Aber die ist momentan abgesperrt. Also sind sie im Flur vom Wohnzimmer. Und da war wohl gerade irgendwas draußen, was sie gehört hat. Oder sie. Ich glaube, es war aber Annabelle. Die Große. Was sie ein wenig verärgert hat. Huch, da ist noch einer. Und noch einer. Eigentlich reicht mir einer. So. Jetzt aber nichts wie weg hier. Alle drei Quests fertig. Ich glaube, ich laufe jetzt hier einfach durch. Auch wenn die so aggressiv sind. Oh, seht ihr? Schon drei Verfolger. Wow, okay, das werden gleich noch mehr. Vier. Gleich kann ich wieder blinzeln. Das werde ich auch nutzen. Tschu. Helft ihr mir hier oben?
Ich glaube ja, die helfen wirklich, ja, die rennen runter. Tja, das kommt davon. Nicht schlecht. So, wo müssen wir denn die Quests abgeben? Hier drüben? Ich bin ganz Ohr. Im Dienste des Volkes hieß die Quest. Was für eine Erleichterung. Ich bin froh, dass es euch gelungen ist, so viele Minenarbeiter zu retten, Yvain. Ich werde sofort ihre Familien in Kenntnis setzen. Der Senat wird von eurer Rolle bei der Rückeroberung der Mine erfahren. Man sieht sich. Bestimmt. Hallo? Diese verfluchten Trox. Nun, jetzt geht es mir schon etwas besser, aber ich werde mich erst wieder richtig freuen können, wenn sie alle tot sind. Restlos alle. Seid auf der Hut. Na, kann man ja verstehen, dass er so wütend auf die ist. Die haben immerhin seine Freunde getötet und die Mine überrannt. Was kann ich für euch tun? Unermessliche Reichtümer. Habt ihr dort unten Artefakte gefunden? Ja, das haben wir. Ich danke euch für die Bergung dieser Artefakte. Ich werde dafür sorgen, dass sie im Museum von Eisenschmiede ausgestellt werden, zusammen mit der Geschichte derer, die bei ihrer Bergung ums Leben kamen. Hm, das ist eine schöne Geste. Eine neue Hose bekommen wir da. Mögen eure Reisen sicher sein. Und Stufe 11. Sehr schön. Okay, jetzt sind wir hier, glaube ich, soweit fertig. Ah, da ist noch eine neue Quest erschienen. Aber ich denke, die wird uns schon weiterschicken. Was geht euch durch den Kopf? Erker am See. Ihr wart eine große Hilfe bei der Sicherung der Minen und der Rettung der gefangenen Minenarbeiter. Es wird den Senat freuen, dass ihr und Hauptmann Tarans Gebirgsjäger Fortschritte bei der Sicherung Dunmoroks gemacht habt. Mich besorgt allerdings, dass ich keine Berichte von Offizier Barum und seiner Abteilung erhalten habe. Sie wurden nach Osten geschickt auf die Straße, die zum Helmsbettsee führt. Dort sollten sie einen kleinen Außenposten errichten. Würdet ihr zu Barums Posten reisen und nach dem Unteroffizier sehen? Na logo. Fort mit euch. Sonst scheint hier aber keine Quests mehr zu sein. Das ist ja hier gerade um die Ecke. Da laufen wir die Folge auf jeden Fall noch hin. Ich habe nämlich mal wieder nicht auf die Uhr geschaut. Aber so lang kommt mir die Folge noch nicht vor. Vielleicht machen wir das sogar noch die ersten Quests. Oh, da ist ein Schneeleopard. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Da ist zwar noch ein zweiter, aber... Laufe ich noch richtig? Ach, ich müsste mich ein bisschen mehr an die Straße halten. Vor allen Dingen, weil ich mittlerweile schon zwei von den Schneeleoparden hier verärgert habe. Oh, mein Wasserelementar hat gegen einen gekämpft. Der ist jetzt natürlich verschwunden, weil ich zu weit weg war. Aber gut, den kann ich ja jederzeit wieder beschwören. Also in 15 Sekunden. Oh, die zwei da hinten. Sehr niedlich. Nette Dreiertruppe. So, da vorne. Eine Quest und eine Quest abzugeben. Grüße. Grüße. Gut, dass der Senator nicht allein hierher gekommen ist. Es ist gefährlich hier. Wir werden all die Hilfe brauchen, die wir kriegen können, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Man sieht sich. Hallo. Im Eis eingeschlossen. Kurgon sagt, der Kataklysmus habe das Gleichgewicht der Elemente der ganzen Welt erschüttert. Der Helmsbettsee im Süden war einmal wunderschön und ruhig, doch nun wimmelt es dort von wütenden Wasserelementaren. Als sie begannen, den See zu verlassen, schickte ich Truppen dorthin, um sie abzulenken, aber die meisten wurden in Eisblöcken eingefroren. Wenn wir sie befreien können, werden sie sich wahrscheinlich erholen. Ich kann niemanden für eine zweite Expedition zum See entbehren. Würdet ihr es versuchen? Gerne. Bleib sauber. Das sind böse Blues, böse Wasserelementare. Na, Blue, ist das deine verhasste Verwandtschaft? Schön, euch oh, der sieht ja klasse aus hier mit der Schminke. Oh, ich liebe ja so. Ich liebe ja Tattoos und auch so im Gesicht.
Sehr schick. Gefällt mir gut, der Zwerg. Klettet die Wogen. Die Elemente sind aufgewühlt, Magierin. Der Kataklysmus hat die schlafenden Wassergeister im Helmsbettsee südlich von hier geweckt. Sie sind wütend verwirrt und nicht gewillt, sich meine Bitten anzuhören. Jetzt habe ich's. Ich habe alles versucht, um sie zu beruhigen und davon zu überzeugen, die Gebirgsjäger des Offiziers nicht mehr anzugreifen. Ich sage es nur ungern, aber uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen die Elementare töten. Mögen eure Reisen sicher sein. Danke. 6 Stück brauchen wir da. Kann ich noch was verkaufen oder reparieren? Halt, halt. Schön, euch zu sehen. Reparieren nicht, aber ich denke, hier kann ich einiges verkaufen. Okay. Mögen eure Reisen sicher sein. Also 6 gefrorene Gebirgsjäger befreien. Und 6 Blues umbringen. Das dürfte keine großen Probleme geben. Ah, da muss man auch das eisige Grab angreifen, um die zu befreien. Geht's dir gut? Ja, scheint so. Gefrorener Gebirgsjäger schnappt nach Luft und zittert in der Kälte. Aber er ist immerhin davongelaufen, das ist ein gutes Zeichen. Da wird er sich jetzt bestimmt zum Lager zurückbegeben. Sag mal. Der wirft mich hier immer um. Sehr ärgerlich. So. Die können sich ja aus diesem, aus der Frostnova befreien. Hier unten ist auch eine von diesen Angeldailies aus Eisenschmiede. Oder ist das eine Kochdaily? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall muss man da, ich glaube, Krebse sind es, fangen. Das ist eigentlich ganz lustig. Die zwicken sich dann so an einem fest und man muss, ich weiß gar nicht, ob man nach Eisenschmiede hochlaufen muss mit den Krebsen oder zu irgendeinem Punkt hier. Ich habe die Dailies hier schon lange nicht mehr gemacht. Die kamen auch mit Cutter raus. Die Koch-Dailies, wo man dann auch diese Marken dafür bekommen hat, wo man sich Rezepte und Zutaten vereintauschen konnte. Oder auch immer noch kann. Feinschmeckerpreis heißen die, glaube ich, die Marken. So der Vorgänger von den Eisentatzenmarken. Bei Trenor gab es sowas ja zumindest mal meines Wissens leider nicht. Wobei ich Trenor, also Warlords of Trenor, sehr, sehr wenig gespielt habe jetzt im Vergleich zu Mists of Pandaria, was ja auch mein Lieblings-Add-on ist. Oh, das war kalt. Und dann noch von hinten gestupst werden. Das mag ich aber gar nicht. Erst hier in den eisigen See fallen und dann noch so angegriffen werden. Ich weiß gar nicht, ob man hier im Wasser Schaden bekommt. Ich denke aber eher nicht. Vielleicht nur, wenn man in diesen Geysir da reingeht. Na, Geysir kann man es, glaube ich, nicht nennen. Hier, in dieses hier. So, wo will ich denn hin? Oh, da ist wieder die Zwergschamanin. Noch einen Gebirgsjäger muss ich befreien. Oh, Entschuldigung, das wollte sie wohl auch. Ja, ja, okay. Tut mir leid. Sorry. Das war keine Absicht. So. Jetzt haben wir aber auch alles. Wie geht's? Ihr habt es geschafft. Die Gebirgsjäger kehren ins Lager zurück. Unsere Sanitäter werden viel zu tun haben. Wir stehen in eurer Schuld, Evane. Bleibt auf dem Boden. Gern geschehen. Was geht euch durch den Kopf? Es fällt mir nicht leicht, Gewalt gegen die Elemente anzuwenden, deren Macht ich benutze. Aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Wir sind zuerst den Bewohnern Dunmoroks verpflichtet.
Zauber. Ja, für einen Schamanen ist das bestimmt keine einfache Entscheidung, sich gegen die Elementare zu wenden. Was kann ich für euch tun? Die Heimtücke der Dunkeleisenzwerge. Eine Gruppe Dunkeleisenspione hat Eisenbahns Truppenlager im Süden hinter dem Hemspetze übernommen. Die Gebirgsjäger wären normalerweise in der Lage, sie aus Dunmorok herauszuhalten. Aber es herrscht gerade Chaos. Die Dunkeleisenzwerge wären Narren, wenn sie das nicht zu ihrem Vorteil nutzen würden. Wir müssen herausfinden, was sie planen und sie aufhalten, bevor sie Schaden anrichten. Könnt ihr versuchen herauszufinden, was sie in Eisenbahns Truppenlager machen? 5 Spione sollen wir da töten und die Angriffspläne sollen wir einsammeln. Alles klar? Man sieht sich. Das ist da hinten. Dann würde ich sagen, das machen wir aber auf jeden Fall die nächste Folge. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!